Seid gegrüßt zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Hast aber anders anmoderiert heute, wa? Ja. Ich habe lange drüber nachgedacht. Aber ich dachte... Ja, hat man gemerkt. Es fiel dir sehr schwer. Ja. Ich dachte, ich probiere mal was Neues aus. Was Freshes. Was Freshes? Ja, also richtig fancy. Fancy. Noch irgendwie bestimmten... Was, wo, in welcher Kiste bist du denn jetzt? Ja, genau, da will ich was rein. Brauchst du Essen? Hab ich schon. Ja. Was wollten wir denn heute machen? Ich glaube, ich wollte eine Quest machen, ne? Wir wollten auch, glaube ich, nochmal schauen wegen Material für... Ja, Mensch, ich kann heute nicht so gut reden. Wir haben jetzt, warte mal, wir haben noch 3 Tage Zeit bis zum Blutmond. Ja, Waffen, wie heißt das? Munition. Kohlenitrat, das brauchen wir auf jeden Fall. Ich bin so unfähig im Springen geworden. Warst du es denn immer? Nicht geworden? Warst du es denn immer? Hab's geschafft. Das war ein Kükenspiel. Einmal kurz gucken, wo bin ich denn hier stehen geblieben? Genau, das soll eine Dreierbreite... Sag mal, für einen Blutmond würde es ja schon hinlangen, ne? Wenn man oben nochmal so einen kleinen Kabuff macht. Und hier nochmal eine Treppe hoch. Ja, schwierig. Ich traue mich halt dem Blutmond, muss ich ehrlich sagen, bei all deiner Mühe. Ich traue mich das gar nicht zu erwähnen, aber ich traue mich... Ich habe Angst, einen Blutmond in deiner Basis zu machen. Warum? Ja, ich weiß nicht. Da war so die ein oder andere Erfahrung, die ich, die mich beunruhigt. Wir hatten zu viel, wenig Munition. Und das Ding war viel zu dicht. Ja, es war halt auch ein bisschen instabil, ne? Du bist gleich instabil. Oh, ich muss den Stein nachfüllen. Ja, ich hätte halt lieber hier meinen Blutmond. Ach doch. Ja. Es ist noch nicht fertig. Ich meine, ich habe noch 3 Tage Zeit. Ich könnte bauen wie ein Bescheuerter, ne? Aber einmal Honig. Aber dann bräuchte ich Stein. Ja. Ah, ich bin alt und schwierig, Jasmin. Dieser posttraumatische Stress macht mich fertig. Oh, hier ist bestimmt noch was los, ey. Wo? Hier schon wieder. Da, wo der Krankenwagen ist. Weil der Krankenwagen ist voll gewesen. Ich habe ein bisschen Angst. Bist du on... Du bist auf Tour? Ja, mit gesagt. Ohne mich? Ja, ich weiß noch nicht, ob hier jetzt welche sind. Ich bin gut ausgestattet. Wieder nachgedingst. Gehst du zum Sammelpunkt? Nee. Ich glaube, ich mache einmal die Quest. Ich muss erstmal schnell was trinken. Bist du drin oder draußen? Draußen. Aber da war ein Polizist. Ich lauf weg. Und tschüss. Muss noch ein bisschen weiter weg. In meiner... Oha, oha. Ich hab hier gerade was ausgelöst. Ja, ist mir aufgefallen. Warte, die explodiert. Ach, hallo. Du bist da. Oh, nee, doch nicht. Ach, du bist da. Ich dachte, du wärst ein Zombie. Oh, ich hab was gesehen, das wollte ich nicht sehen. Hier, guck mal, wie der zerfetzt ist, ey. Boah, sieht aus wie Gulasch. Eigentlich wollte ich auch noch losschießen, aber... Du warst schneller irgendwie. Ja, ich bin wie Lucky Luke. Zur Seite. Du platzt hier nicht. Ein Getränkespender. Oh, trübes Wasser, geil. Die sind immer am schlimmsten, diese komischen Wabbeldinger hier. Ja, ich wollte jetzt einmal schnell zu meiner Quest. Wolltest du da mit oder willst du hier rumspielen? Wollten wir nicht erstmal hier gucken? Ja, ich würde die Quest machen, denn vielleicht ein bisschen Stein holen, Beton herstellen und, Aber hier ist doch alles nachgedingstet. Mann, wie heißt denn das? Lootet? Nee, nachgespawnt. Nachgespawnt. Nachgedingstet. Angst hier alleine. Das
Savage Country. Oh, Kartoffel sein. Aber das ist es nicht. Habe ich mal ein Bike dabei? Na sicher. Oh, jetzt kommen hier richtig krasse BMX-Moves. Oh, krass. Ich gehe steil. Okay, ich gehe, glaube ich, erstmal einen kleineren, wenn ich hier alleine bin. Okay, die Sonne scheint auch wieder. Ja, ich mach mal eben einmal schnell die Quest, ne? Und dann würde ich danach Beton. Ja, ich gehe jetzt erstmal noch hier in der Nähe in die Kleinen. Genau, lootest du das Umfeld und ich gehe, Ja, das ist mir ein bisschen zu matsch hier, ey. Zu Bauer Jürgen. In deine gute alte Scheune. Ich weiß noch, was wir hier für wilde Fäten veranstaltet haben, als wir noch jung und gesellig waren. Ist das so? Ja. Hier ist Martin doch auf ein Schwein geritten, während er eine Kuh gestreichelt hat. Ja. Okay. Auf das Schwein da. Was hab ich denn hier Schönes? Ich bringe uns mal ein bisschen Beef mit, ne? Battery. Beef. Aus Beef oder was? Ja. Hast du einen Stift? Und Zettel? Weil? Ich wollte Beef anzetteln. Aber wozu brauche ich dann Stift? Naja, ich muss ja irgendwie den Zettel am Stift festmachen. Am Fleisch. Ah ja. Na, Moment. Drei Rohre, ja. Die waren's wert. Ja, ist ja geil. Hier ist ja alles groß, ey. Wieso? Jasmin, ich kann die Quest ohne dich nicht beginnen. Ich könnte dich kurz aus meiner Freundesgruppe schmeißen. Wieso willst du mich rausschmeißen? Nein, nur hier bei Verbündete. Weil? Ich will was ausprobieren. Was denn schon wieder? Ah nee, ich kann die Quest trotzdem nicht machen. So. Hey, wieso ist das meine oder was? Hä? Abholen, säubern. Gib dich zum Sammelpunkt. Kommt er her? Ja, ich kann sie nicht auswählen. Warum nicht? Aktivieren, abwarten. Hä? Kommt doch noch irgendwo einer. Alter Schwede. Ih, was ist das denn? Ih. Ist das die Zunge? Hier ist anscheinend einiges nachgekommen. Dusche draußen, rein. Ja, gut, wenn ich die Quest ohne dich nicht aktivieren darf, dann. Guck ich hier einmal so. Nee, ich weiß nicht. Ich kann hier irgendwie nicht aktivieren gerade. Und warum? Ich weiß nicht. Ich glaube, weil du nicht da bist, Jasmin. Machen sich bestimmt wieder alle lustig über uns. Bestimmt habe ich wieder irgendwas, was mir schon 10 Mal. Wie oft sollen wir euch das noch sagen, wie ihr das machen müsst? Es tut mir leid, aber ich bin dumm. Ich wollte gerade sagen, wir sind einfach dumm. Das wurde auch schon mal geschrieben, weil das gleiche Problem. Dass wir dumm sind, oder? Nein, wo jetzt das Problem ist. Würde ja der Wahrheit entsprechen, ne? Das würde ich nicht denyen, ne? Ich wäre auch nicht mal sauer, wenn das einer schreiben würde. Nee, aber es wurde auch schon mal geschrieben, ich habe nur vergessen, wo das Problem liegt. Ich habe ein Forger Headbuffel oder wie das heißt für dich. Geil. Aber ins Haus traue ich mich alleine tatsächlich nicht. Das ist mit zu viel Zombies. Das habe ich überlebt. Glaube ich. Ja. Ach ja, das ist ja hier der. Wo ist er denn? Ja. Die fette Sau! Brich die Bohle kaputt, du. Die 3 Totenköpfe bedeutet, viele von uns? Drei ja. Totenköpfe heißt, es ist dreimal so einfach. Dreimal so schwer, du.
Arsch mich nicht. Was? Würde ich denn niemals tun, Jasmin, du? Ja, ja. Jetzt mal, really. Habe ich dich schon jemals einen Streich gespielt, oder what? Really? Ja. Wie viele Totenköpfe hat der hier? Oh, Jasmin, kannst du bitte herkommen? Ein geht, ne? Komm doch einfach her, wir machen die Quest. Ich will erstmal. Oh. Was denn? Ich will hier sammeln. Oh, ich kann so später auch noch sammeln. Oh, ey, geh mir nicht auf. Nüsse? Du hast ja gar keine Nüsse. Eierstöcke, habe ich gesagt. Nicknacks? Du hast ja gar keine Eierstöcke. Ey. Seit wann bei. Was? Ne? Noch ein Buch. Oh, 34 ja. Stein, das ist ja mega geil. Da kann ich ja wieder Beton herstellen, wa? Und das einschmelzen für Zement. Leuchtenaugen. Ja, du hast so strahlend schöne Augen. Ist der Händler nicht rechts und du bist links? Ach, da bist du. Mai, oh mai. Die hat eine Arme verloren, Jasmin. Die kriegt nur noch das halbe Geld. Trockner unberührt. Wo bist du denn jetzt da im Haus? Sag mal, Jasmin, warst du an dem Spielzeug gar nicht dran, was ich dir zu Weihnachten geschenkt habe? Mhm. Schön wär's, wenn du mir den geschenkt hättest. Ein Trockner? Mhm. Schenke ich dir nächstes Jahr. Ich hab einen, ich brauch keinen mehr. Hallo, hier die Quest. Ja, ich bin doch schon da. Bin ich jetzt? So, jetzt kannst du machen. Ich bin doch schon da. Und ich habe das Gefühl, es geht nicht. Es geht nicht. Geht's nicht? Habe ich eine andere Quest? Jetzt geht's. Dankeschön. Hallo! Wir sind hier schon. Du hast gar nicht geklingelt, du bist ja unverschämt. Oh, hier ist ein Grüner. Das war, aber du kommst klar. Das war politisch nicht ganz korrekt, oder? Hier ist ein Grüner. Ja, passt aber dazu. Ich hab hier ein bisschen Gammelfleisch. Da sind die ja nicht. Oh! Oh! Damit habe ich jetzt gerade nicht gerechnet, ey. Respekt. Du hast alle aufgeweckt. Wo bist denn du? Hinterm Zaun. Ich hab dich. Ich hab Angst. Ja, ich hab dich aus sicherer Entfernung beobachtet. Dir kann nichts passieren. So, hier müssten eigentlich noch Schweine sein. Das war eins. Wichtig ist, dass du ihn du musst ihn ins Gesicht schießen. Dann schlafen die. Oh, ich hab mich gerade vor dem Geräusch erschrocken von deinem Dingsmesser. Hör mal, hier ist doch. Ach, Lehm. Lehm und Lehm lassen. So, noch irgendwas Geiles hier in der Ecke. Na, hier ist ein Kasten gewesen. Oh, die habe ich ja vorhin gar nicht gesehen. Hier ist noch eine Waffentasche. Oder? Ah, nee, das ist hier. Nee, das ist das, was du mitnehmen musst. Wo denn? Wo ist meine Tasche? Meine ist weit hier weg. Oben. Was ist denn das hier für ein Geräusch? Ich hab dir da was runtergeschickt. Ich bin hochgekommen. Oh, der knackt so komisch. Ja, ist richtig, genau. Der kommt die Treppe hoch. Jawoll. Ist klar, Alter. Ich hab einen Sechser. Hey, Handschuh. Ja. Ich sollte vielleicht mal wieder ein bisschen abspecken, wa? Leckers. Shamway Sandwich. Das ist auch noch eine Tasche. Das habe ich auch nicht gesehen. Ja, da so vieles. Wo ist denn jetzt meine Tasche? 16. Boah, wieso macht der immer so eine komischen Geräusche? Ich weiß nicht. Der ekelhaft. Vielleicht ist er verstört. Angst.
Okay, erstmal hier rüber. Hier, Nitrat. Oh, Scheiße, war das hier drüben auch Nitrat? Ja. Alles Nitrat, Digga. Digga. Nein, ich lass diese Sprache. Nee, Bro, ist schon voll in Ordnung. Ich schwör. Ja, schwörst ja, du auch so? Ja, es swaggt schon ein bisschen, wenn du so talkst. Talkst. Real Talk. Real Talk. So, jetzt habe ich Nitrat schon mal ein bisschen gesammelt. Komm in die WhatsApp-Gruppe. Wo bist du denn? Oben. Oh, 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 oh. Okay. Du bist fett. Komme ich hier nicht mehr raus. Oh Gott. Das ist ja nichts für mich, wa? Jetzt muss ich hier auch noch springen. Oh Gott, ey. Hier oben ist leer, ne? Ja, ich guck wegen Nitrat, weil du sammelst das ja nicht ein. Da hinten ist Nitrat. Wie komme ich denn da hin? Was ist denn das? Tech Planet, erfahre, wie man aus alltäglichem Müll Elektronik fertigt. Deine Kollegen werden dich beneiden. Verbessert die Fertigkeit zur Fertigung von Robotik. Geil. Willst du noch 9 Eisenpfeile haben? Was soll ich denn damit? Okay, willst du noch eine Schrotflinten-Drossel-Mod haben? Was soll ich damit? Hm. Ah! Oh Mann, ich wollte. Wo bin ich denn jetzt hier? Fällt nicht nach unten. Ich bin hier. Geil. Ich bin hier in Sicherheit. Hier kommt keiner hin. Siehst mich nicht, ne? Ne, doch. Wo denn? Kannst mich gar nicht sehen. Doch. Du Sprecher, wo bist du denn? Ah, da! Hör auf damit! Ja. Was denn? Na, hier gibt's ja nicht wirklich viel, ne? Nee. Ich hab meinen Bogen gedroppt! Falsche Taste. Das ist Nitrat hier. Oh, das ist besser. Boah, da will da einer rennen. Klopf, klopf! Das bestimmt der Ingo. Ich hab gesagt, wir machen wieder Scheunfäde, wie früher. Komm doch rein, Alter. Die anderen sind auch schon da. Jasmin! Ingo ist da. Hast du den jetzt reingelassen? Ja, guck mal, der dancet sogar schon. Dabei ist der Beat noch gar nicht an. Das schimpft sich wohl Breakdance. Jo, ist gebreakt. Ja, das Bein ist gebrochen. Alter. Hier ist Mais. Alter, Mais haben wir aber richtig viel zu Hause eigentlich. Hast noch. Du die Tasche schon eingesteckt? Welche Tasche? Achso, nö. Das solltest du vielleicht machen. Soll ich dir zeigen, wo die ist? Ja. Ja, komm mal mit. Ach, scheiße, da hab ich gar nicht mehr dran gedacht. Erstmal gehen wir rein in die Rave Party. Ja, geh jetzt. Ein Meter. Wieso komme ich hier nicht mehr hoch? Hat hier irgendwer was abgebaut? Ich weiß nicht. Vielleicht haben wir die kaputt geschossen. So. Oh, nicht schon wieder hier lang, ey. Es wird noch besser. Du trägst du eigentlich einen Sack da? Das ist meine pure Männlichkeit. Ja, nu komm. Anlauf und springen? Ja, das habe ich ja eben schon nicht geschafft. Ah, cool. Nee, warte mal, hier war die Kiste gar nicht. Die ist ein tiefer. Willst du mich verarschen, oder? Hier ist alles Nitrat. Ja, komm mal mit. Ich brauche erstmal Nitrat. Oh. Ja, ich brauche das. Du kriegst keine Munition diesmal. Ich bin voll, Jasmin. Ja, und? Ich habe aber 30 Nitrat, wenn du brauchst. Ich brauch das für die Munition. Was soll ich mit 30 Stück nur? Jetzt echt einen runter? Ja. Ey, ja. Komm mal runter auf mein Level. Wo denn? So, hier da hinten die Tasche. Genau. Über den Balken? Ja. Also bei mir... Du machst das super. Bei mir steht, das ist aber anders. Von den Metern her. Okay, wie viel Meter hast du? Scheiße. Ja, Jasmin, du schaffst das hier über den Schwebebalken, wie im Turnunterricht. Habe ich ja eben schon nicht geschafft. Jasmin, über den Schwebebalken, wie im Turnunterricht. Ja, habe ich doch eben schon nicht geschafft. Du darfst nicht runtergucken. Jetzt rechts? Ja. Aber wieso steht bei mir Vorräte? Die ist leer. Hast du eine eigene Kiste? Ja, wie fast jedes Mal. 20 Meter ist sie jetzt weg. Hm,
Hier hinten hast du gesagt 1 Meter, ne? Ja. Bin ich umsonst hier ständig runtergefallen. Aber es hat deine Jump-Skills geskillt, ne? Hier hinten 1 Meter? Ja, 1, 0. 0? 2. Hä? Über dir. Ja, irgendwo ist... Oder was? Ne, irgendwo ist hier ein Versteck. Ich hab's ja gefunden. Ja, 0,8. Ja, irgendwo ist hier auch was zum... Frohe Ostern. Nein. Kalt. Wärmer. Wärmer. Kalt. Nee. Kalt. Ja. Nein. Kalt. Hä, wo bist du denn? Über dir. Ja, sag das doch. Mein Gott, ey. Das waren ja, Männer, die immer alles auf der Nase gehen wollen. Wärmer. Noch ein Stück. Nein. Kalt. Kalt. Ja, wärmer, wärmer. Oh, heiß, heiß. Oh, du verbrennst dich, Jasmin. Ja. Das war ein Spaß. Ach, total. Wir haben alle gelacht. wieso hast denn du ein Piercing? Was? Ja. Wo habe ich denn ein Piercing? Du siehst aus wie so ein Hinterwäldler. Nur statt Strohhalm, statt Grashalm hast du hier so ein Pfeil im Mund. Ah, der habe ich von dir. Ah, da. Immer der Nase nach, Jasmin. Immer der Nase nach. Das habe ich vielleicht verdient. Wir sind noch Blaubeeren. Brauchen wir die? Nee, ne? Oh ja, oh ja, oh ja. Für Scheiße. Hm. Ich kann die nicht aufnehmen. Ach Gott. Können wir ja ein Bier reinballern, ne? Oder ich kann ja hier das. Willst du ein Buch haben? Heidelbeeren ist für Antibiotika gut. Ups. Was will ich haben? Bücher. Ich habe auch eins für dich noch. Ja? Ja, komm her. Okay. So. Ich kann's nicht nehmen. Nimm du das hier. Ich bin voll. Hey, du kannst es jetzt nehmen, du hast mir ein Buch gegeben. Ja, das habe ich schon gelesen. Okay. Das hier auch? Ich weiß nicht, Patrick, wenn ich jetzt eben voll war, werde ich... Gib mir das andere. Ja? Nee, das noch nicht. Gern geschehen, Jasmin. Gern geschehen. Danke. Mit voller Freude gebe ich dir dieses Buch und hoffe, dass du damit... Wieso regnet das denn hier so oft? ...glücklich und zufrieden bist. Wollten wir jetzt einmal zu den 301 Metern? Ich komme 3 Meter. Ich denke, wir wollen jetzt zum Händler. Ist doch der Händler. Ja. Haben die schon wieder ein Update gemacht hier? Das Nest hört sich so komisch an, wenn man das fertig gebaut. Oh, noch ein Dancer. Rhythm is a Dancer. Oh, wunderschön, Jasmin. Du, was machst du gerade? Laufen. Ich meine jetzt so außerhalb des Spiels. Hier ist noch Messing drin. Warum? Mein Tee ist kalt. Beruf oder was? Ja, wieso ist die so schnell? Weil es kann. Weißt du, was ich nicht verstehe? Wie kann man so schnell laufen können und trotzdem fett genug sein, dass die Bohlen unter dir zusammenbrechen? Weißt du doch selber, bei dir sind sie auch kaputt gegangen. Ja, aber ich bin ja auch nicht so schnell wie du. Aber fett. Ja. Das kann ich jetzt nicht widerlegen.
Dankeschön. Brauchst du Hilfe? Mensch, wieso kann ich die denn nicht mehr so gut töten wie in der anderen Dings? Ja, scheiße. Jasmin, bitte. Diese Fäkalsprache. Ich habe keinen Platz, das ist das Problem hier, Mann. Oh Gott. So. Wo war jetzt der Händler da lang? Ich bin schon mal so 5 Meter vorgelaufen. Mhm. La la la. Digga, Mann, ich lebe im Ghetto. Was ist hier noch so drinne? Dicke Eier. Hä? Der ist leer. Ich bin jetzt im Blutwald. Was bist du? Im Blutwald. Ja, ich sehe dich schon. Was? Wie kannst du so schnell hinterherkommen? Nein, ach bitte nicht. Ich will nicht, dass die Alte vor mir ist. Bitte nicht. Die braucht immer so lange. Das ist meine Chance. Lauf doch, du fette Sau! Geh durch! Ah. Welcome to Trader Joe's. Everything in here has a full no money back guarantee. Ich bin ja überladen hier. Ist das Wichtigste wäre für uns jetzt Munition, ne? Eine Armbrust brauche ich nicht. Ich spiele nicht mit der Armbrust. Ich mag die nicht. Warte, ich muss kurz einmal was. Ich muss mir mal kurz ein paar Steroide ballern. Ich merke, wie meine Kronjuwelen anschwillen. So, jetzt noch einmal kurz hier ein paar Sachen verkaufen. Das kann weg, das kann weg. Das kann weg. Jetzt will der einen Armbrustbolzen nicht nehmen. Einen einzelnen. State your business, fool. Nein, no. Congratulations. Here's your reward, sucker. Haben wir nicht gesehen. Habe ich nicht verkauft. Ich kann eine Eisenschaufel nehmen. Schaffelbackgrill, Schrotflintentüröffner. Nitratpulver, Patronenhülsen, Molotow. Ja. Well, looky here, boys. We got ourselves a real life hero, and now he wants to be paid. Hier ist jetzt nicht wirklich was in. Oh Gott. Hier gäbe es noch eine AK-47. Da haben wir jetzt nicht genug Geld für mit. Und automatischer Schrotflinten geschützt worden, den bräuchte ich auch. Mann. Great, here you go. Don't spend it all in one place. Steak mit Kartoffeln. Oh, you okay. Want a guarantee, huh? Well, maybe you should try Shamway. Jo, jetzt brauchen wir noch mal ein bisschen Stein. Soll ich noch auf dich warten oder soll ich schon mal vorlaufen? Du musst mal hier was von mir mitnehmen, ich habe keinen Platz. Ja, ich komme zurück. Boah, Jasmin, ich bin gerade richtig auf Steroide. Pure Männlichkeit durchströmt meinen Körper. Was hast du denn? Ich habe einen Testosteronüberschuss. Mensch, hast du Eisen? Ja. Hast du Federn? Ja. Nö. Jetzt schon. Wir könnten auch eine Kiste draußen hinschmeißen, schmeißen da beide alle unsere Sachen rein und nehmen uns dann wieder raus, was wir wollen. Fertig. Oh ja, oder wir machen das so. Das ist auch in Ordnung. Ich könnte wirklich mal. Ich habe keinen Wood, ne? Oh ne. Das mir ist so umständlich. So, so.
Ich sortiere schon mal schnell ein, ne? Mach doch. Tschüss. Auf Wiedersehen, Jasmin. Es war schön, mit dir Geschäfte zu machen. Ich hoffe, wir sehen uns eines Tages wieder. Hoffe ich nicht. Und denk dran, die Straßen sind gefährlich. Du solltest dich über kuriose Gestalten im Park wundern und denen aus dem Weg gehen. Habe ich mich jetzt... Ja, ich habe was anderes markiert. No parking. Ich fahre ja nur durch, ne? Turn around. Aua. Ich kenne das. Du hast dir bei Trader Joe'n Zeh gestoßen, ne? In diesem blöden Regal, was mitten im Raum steht, oder? Ich bin gekratzt aus Versehen. Wie? Wie hast du das gemacht? Ich gekratzt einfach aus Versehen. Ja, aber wie kratzt man sich denn aus Versehen? Ich wollte mich jucken. Nein, nicht jucken, kratzen. Es hat gejuckt, ich wollte mich kratzen und da war mein Pickel. Das tat weh. Ich wollte mich jucken. Ja, ja, ey, juck dir mal ein, ne? Juck dir mal ein. Hm, mach ich. Nee, ich will nichts kaufen hier von dem. Ja, ja. Was steht hier in Englisch? Kannst mit mir reden, wie du willst, ey. Spanisch? Was heißt denn Befallene beseitigt? Na, hier Infizierte oder nicht? Keine Ahnung. Machen wir ja sowieso immer zusammen, ne? So, Befall, ja, ja. Was? Weiß ich, was du meinst. Was denn? Eine Mod. Haben wir davon keine mehr? Ja, ignoriere mich wohl. Ja, ich weiß nicht, wie. Also, ich weiß, was du meinst, aber ich weiß jetzt nicht, wie ich das erläutern soll. Ja. Hä? Ja. Warum kannst du es nicht erklären? Na, ja, die... Das ist halt diese Schwierigkeitsstufe und, du hast jetzt hier... ein Zombie-Nest, ne? Also hier, wie säubere das Gebiet. So, das ist befallen von Zombies. Und du hast jetzt Stufe 3 ausgewählt, das heißt, es ist dreimal so schwer wie Stufe 1. Logischerweise, aber du ja, kriegst das weiß halt... ich doch nicht. Du kriegst aber auch mehr dafür. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich. Nö. Ich hab gewusst, ich kann das nicht erklären. Ja, du bist halt einfach doof. Ach. Danke. Bitte. Du schmeichelst mir. Ich weiß. Ich bin ja schon fast glücklich über das, was du sagst. Aber nur fast. Aber nur fast. Der... So. So. Oh, ein Schulbus. Haben wir noch Mollys? Ja, Was ist das denn? Gott, Gott. Wir haben auch richtig eskalieren können, Jasmin. Hm, ach, hier ist noch eine Mod. Oh. Ah, jetzt bin ich schon ein überladen. Oh, das nehmen wir mit. Da. Eigentlich, ja. Muss ich wieder den ganzen Weg nach unten gehen hier. Pisse. Scheiße, nur Eis. Pisse? Scheiße, habe ich gesagt. Du bist... wunderschön. Eise. Und ich freue mich, dich zu sehen. Aha. Ja, geil. Ja, dann können wir jetzt hier ein bisschen Stein abbauen, damit wir ein bisschen Zement und ein bisschen Beton machen können. Ne? Und dann können wir den Beton schon verarbeiten und eigentlich hier draußen, andere Seite, die Treppe bauen.
sieht irgendwie voll mickrig aus, diese kleine Treppe. Lustig. Du bist ein richtiger Witzbold. Nee, die sieht wirklich total mickrig aus. Also wenn du jetzt hier diese, du hast ja diese riesige Säule. Ja. Und daneben halt so eine Zweibreit-Treppe, ne? Das ist echt? Ich weiß nicht, wenn ich das aber abändern will, muss ich die Wand versetzen. Echt? Nee, Jasmin, das ist nicht witzig. Wow. Doch, bin ich schon. Nee. Ja. Gewitter. Nein, lass das, glaube ich, immer, Jasmin. Das ist schon geil, ist schon. Besser ist. Ja, besser ist, ne? Kannst es nämlich nicht. Bitte was, Jasmin? Dieser Helm. Ich bin völlig unantastbar für dein Helm. Unfassbar, ja. Ich bin untastbar. Noch ein Schulbiss. Was ist hier so drin? Schüler. Lol. Das ist ja witzig. Kick by change. Kick by change. Traurig ist eigentlich nur, du machst dich gerade nicht über die Frau lustig, indem du das imitierst, sondern du singst wirklich so. Ja. Wie nennt man den Stoff, der vom Fenster hängt? Gardine! Gardine! Okay. Ich nehme mal einmal hier die Bäume weg und pflanze neu. Kartoffelsamen habe ich gesammelt. Oh, das ist sehr gut. Ja, aber es war ja nur eine, ey. Oder eine habe ich noch. Ne, zwei habe ich, glaube ich, noch gesammelt. Können wir auch immer noch nicht herstellen, ne? Immer noch nicht. Dancing Queen. Oh, ich glaube, ich hier. Oh, you and me, you're my dancing queen. Kick my change! Gardine! Ne, alle Bäume hau ich, glaube ich, nicht weg. Ich mach hier bis 3000 Holz. Das Honig, wo hast du jetzt den Honig schon wieder bei den? Gardine. Honig ist. Ja, ich weiß schon, ich hab schon davon, ja. Hab ich hier schon 3000? Hab ich nicht geguckt. Oh, ne, hab ich nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was hast du denn? Sehr erwachsen, Jasmin, sehr erwachsen. Sehr erwachsen. Mit dieser Einstellung kommst du aber nicht in mein Raumschiff. So. Mit. Oh. Was ist denn? Hast du über diesen dummen Spruch echt gelacht? Also ich gebe hier mir Mühe, die größte Mühe, die besten Witze in der Geschichte der Witzewelt rauszusuchen, hin und wieder. Und ständiges Stillschweigen, ja? Ständig lachst du nur in Zeichensprache. Und jetzt kommt so ein richtig schlechter Witz und du denkst so, ja, da lache ich jetzt drüber. Lache ich da drüber? Habe ich drüber gelacht? Wieso sind da so viele Bäume? Du bist durstig, deine Ausdauer stellt dich leider mal wieder in Herz. Naja. So. Dann sübbeln wir mal ein bisschen, ne? Wir haben ja noch unsere Getränkepfütze hier. Miau. So, wie viel Wasser? Nimm ich doch die. Und mit 150 macht man nichts falsch, ne? Kommt drauf
drauf an, wer es macht. Jetzt trinke ich 160. Ah, ist neblig. Ich habe gerade gedacht, ich bin vergiftet oder so. Das sieht so komisch aus. Ja. So. Wir sind wieder bei 45 Minuten angekommen, Jasmin. Kickball Change. Dann würde ich sagen, wir beenden diese Folge heute und sehen uns morgen wieder in alter Frische. Seid gerne wieder mit dabei, wenn Jasmin wieder zeigt, wie inkompetent sie ist, indem sie unsere wertvolle Munition verschießt vor dem Blutmond, ja, und um mir auf den Sack zu gehen. Ne? Das war aber schnell gesprochen. Schaltet ja sehr gerne morgen wieder ein. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Schaltet. Das war Schwabisch. Nein, glaube ich nicht. Okay, dann war das Österreichisch. Auch nicht. Du kannst sowas sowieso nicht. Ich bin perfekter Akzentsprecher und so. Du nicht. Mach's gut, ciao. Tschüss.